Der Caddy war bislang der einsame Marktführer in seinem Segment. Warum die Konkurrenz ihm seine stattlichen 40% Marktanteil nicht streitig machen konnte, liegt vielleicht daran, dass der Caddy so vielseitig konfiguriert werden kann wie sonst kein anderes Auto. Mit der neuen Generation dürfte sich das nicht ändern. Im Gegenteil, der Caddy beherrscht den Spagat zwischen dem robusten, praktischen Arbeitstier und dem Familienauto, das im Alltag und auf langen Reisen ein komfortabler Begleiter ist. Seine Vielfältigkeit hat mehrere Gründe. Es gibt ihn in zwei unterschiedlichen Karosserievarianten. Der Kastenwagen ist für den gewerblichen Einsatz gedacht. Der sogenannte Kombi lässt aus dem Caddy einen kompakten Familienvan werden. Beide gibt es wahlweise mit kurzem oder langem Radstand. Der Caddy Beach ist sozusagen das kompakteste Wohnmobil im VW-Programm. Ausgerüstet mit dem 4Motion-Antrieb bahnt er sich auch über Stock und Stein seinen Weg. Am Ziel angekommen schlägt seine große Stunde. Der Beach hat eine Camping-Zusatzausstattung an Bord. In Minutenschnelle werden dadurch Feld, Wald oder auch Strand zur Schlafgelegenheit inklusive allem nötigen Equipment. Doch schauen wir uns zuerst einmal die neue Optik an. VW hat das Design ein wenig nachgeschärft. Mit der neuen Generation haben die Entwickler dem Caddy mehr Komfort spendiert. Das zeigt sich bereits beim Schließen der Schiebetüren. Sie fallen nun leiser und unauffälliger ins Schloss. Doch auch wenn der Caddy nun dynamischer wirkt, ist und bleibt er immer noch ein echter Lademeister. Von 2850 bis maximal 3030 Liter passen in den kurzen Radstand. Im längeren Maxi sind es sogar stattliche 3700 Liter. Eine Zuladung von 850 Kilogramm schafft sonst niemand in seinem Segment. Aber auch der Fahrkomfort hat einen Feinschliff bekommen. Durch die neue Dämmung ist das Geräuschniveau gesenkt worden. Das Fahrwerk spricht nun auch im unbeladenen Zustand spürbar sanfter an. Auch in Sachen Sicherheit hat die neue Generation mehr zu bieten. Weil der Caddy auf dem sogenannten modularen Querbaukasten basiert, halten nun viele Assistenzsysteme Einzug, die man vom Polo, Golf und Co. kennt. Die Multikollisionsbremse ist nun serienmäßig an Bord. Optional kann der Caddy mit einem City-Notbremsassistent, einem Fernlichtassistent, einer Müdigkeitserkennung oder einem adaptiven Tempomat bestückt werden. Wer mag, kann das Einparken auch einem elektronischen Helfer überlassen. Der Kunde kann sich bei den Benzinmotoren von 84 bis 125 PS entscheiden. Die Spanne bei den Dieseltriebwerken erstreckt sich von 75 bis 150 PS. In der vierten Generation bietet der Caddy noch mehr als bisher. Gerade als Kombi ist er ein durchaus günstiger Familienvan, der keinerlei Verzicht bedeutet und in Sachen Sicherheit neue Maßstäbe setzt. Mit einem Einstiegspreis von etwas mehr als 18.000 Euro wird er der Bestseller in seinem Segment bleiben und neue Kunden zum Umsteigen bewegen. Wer mag, kann ihm in der Highline-Ausstattung mit einer Menge Komfortassistenten sogar einen Hauch von Oberklasse spendieren.